Willkommen zurück zu Portal 2. Mit mir. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Was? Was ist so schlimm, sie zu sein? Bla bla bla. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es richtig ist, aber irgendwie muss es doch klappen. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptieren sein? Fuck. Damit du es weißt, du bist adoptiert, nicht schlimm. Ich will, dass ihr die Fassung verliert. Mach mit. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Langsam gut, du machst deine Aufgabe fein. Ja, hat auch geklappt. Dann muss ich da nur noch hoch. Aber wie krieg ich hin, dass ich da wieder hochkomme? Ach so, ich glaube, ich weiß. Ja, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Könnte sein. Könnte sein, liebe Gladys. Ich hab gerade was unter den Fingern. Das nervt. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Oh. Machst du klassische Musik? Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Weiß bis hinten gerade nicht machen soll, aber ich glaube sterben. Ich glaube, ich muss sterben. Qualvoll. Da vielleicht? Nee. Das war dort. Warte, vielleicht bringt mir... Was war das denn für ein Dossier-Effekt? Da. Hard. Nein, ich bin tot. Der Strahl hat mich mitgenommen. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ich sehe den Sinn aber nicht, warum ich mich mit der Luft abfangen soll hier.
muss an den Knopf da geraten. Habe ich vielleicht irgendwas? Welche Feinde? Ja, ich muss mich, glaube ich, mal kurz ein bisschen weiter umgucken. Irgendwo muss doch was. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Ja. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ha. Ha. Könnte da was platzieren, aber es bringt mir nichts. Ich würde hier festhängen. Oh, da ist ein Radio. Ich kann mich hier hochschießen lassen, aber ich sehe nicht. Das ist ein Radio. Oder? Ein Stuhl. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe. Passiert. Okay. Soll ich hier also anfangen? Und soll ich es zu mir rüber manövrieren? Oder? Wahrscheinlich ja. Ich lasse ihn hier fallen. Er kommt zu mir rüber. Ich fange ihn hier auf. Und er kommt hier drauf. Was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Ah, jetzt habe ich es endlich hinter mir gebracht. Ja, ja, man muss auch manchmal nicht einseitig denken. Oder kompliziert. Wenn er sich in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Oh, Blue Screen. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. So, ich dachte, da kann ich öfters gegen klatschen. Autsch, ging schnell tot. Das war ganz schön schnell, wie ich tot ging. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt,
Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ich frage mich jetzt gerade, wo ist bitte Kurus? Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Hier müsste doch irgendwo noch ein Kurus sein. Den ich da abgestellt kriege. Wo ist der Kurus? Seine drauf. Ja. Da ist ja auch ein Knopf. Wer hat mir gesagt, dass der kein... wer hat bitte nicht mir gesagt, dass der ein Knopf ist? Ich nehme Flo. Mach dir keine Sorgen. Kleines hilfloses Wesen. Das, was süß aussieht. Ja. Ich bin gleich da. Du bleibst hierher. Ja, du bleibst hier. Mach keine Geräusche. Ja, keine Flucht. Flucht. Fein. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ah, ich verpasse alles. Ist ja traurig. So, dann fahren wir wieder hoch. Your laboratories, obviously. Ich glaube, er verzweifelt. Paul. Das ist nicht gut. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Hey. Hey. So, was ist denn noch das? Okay. Oh, ja. Ich verstehe, wofür ich da den Laser brauche. Komme ich an das Teil da dann? Wahrscheinlich so. Fehlt der Schwung. Was haben wir sonst noch hier so? Nix. Dann versuchen wir mal den Trick. Was? Nö. Absolut nix. Ha. Oder doch so. Und dann feuere ich mich von hier oben nach da drüben hin, indem ich es so mache. Hui. Den Knopf hier. Ja. Den Knopf.
Teil hier, um das zu blockieren, damit ich hier dann wieder rausholen kann. Und dann. Ja. Da was und da was machen kann, glaube ich. Ja, genau, das war die Lösung. Was brauche ich, den Cube, den doch Cube, den Cube kombinieren zu machen. Und da jetzt tut man hier durch, danke. Dann kommt die Plattform hier runter. Funktioniert ja nicht, der Trick. Also, weil ich so mache, geht das da aus und er wieder runter. Ich habe eine andere Idee gerade so entwickelt. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber wäre cool. Nee. Nee, wird nicht klappen. Aber wie geht das? Wie kriege ich ihn an den Knopf ran? Aber nein. Welche Rede mag ich? Solche Rätsel mag ich nicht. Weil wie kriege ich jetzt den da hoch? Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, wie es geht. Hoffe ich mal. Das braucht man bei mir. Das war blöd. Aber wenn ich jetzt den Kugel da wegschiebe, dann wird der Effekt geschehen, den ich eben hatte.
So, vielleicht ich muss ihn jetzt hier platzieren. Muss hier raufgehen. Und ich sehe es nicht. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist schon, wenn ich es so mache. Und jetzt so. Und jetzt so. Und jetzt so. Es hat geklappt. Yeah. Und dann muss ich einfach nur so machen. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. So, dann machen wir schon wieder einen Schnitt, oder? Ist ein bisschen blöd, dass ich so langsam vorankomme in Portal 2. Aber ich denke auch wirklich nach. Ich habe mich bis jetzt noch nicht gespoilert. Also, sehen wir uns... Ach, meine schöne Anlage. Ja. Sehen wir uns jetzt gleich wieder. Also bis gleich.